Sven Wörst, du bist dabei bei der Premiere der Runden Stunde am 14. September im Weltempfänger in Köln-Ehrenfeld. Und wo sind wir eigentlich hier gerade? Jetzt sind wir gerade im Nippeser Tälchen. Eigentlich wunderschön, alles ein bisschen trocken gerade. Das ist so eine der klassischen Grünflächen natürlich im Stadtgebiet. Ja, ein kleiner Park, umschlossen von Häuserlandschaften. Und dennoch gibt es hier natürlich jede Menge Tiere. Ja, eigentlich warten wir auf die Alexandersittiche, die hier die Nüsse fressen und die Kastanien abgefressen haben, sind aber leider im Moment nicht da. Was es hier gibt, ist der Fuchs. Hier habe ich schon stundenlang gesessen, um auf den Fuchs zu warten, leider ohne Erfolg. Aber das sind so Momente, auf die warte ich natürlich überall in der Stadtnatur. Und da bin ich natürlich hinterher, solche Tiere irgendwo zu finden. Und ja, wenn es für mich was gibt, was so das Tier in der Stadtnatur ausmacht, dann ist sicherlich der Fuchs. Und ist überall in Berlin, da gibt es etwa 5000 Füchse, in Köln, da sollen es über 1000 Füchse sein und so. Ja, habe ich natürlich auch viele Stunden damit verbracht, den Fuchs zu finden. Und es hat tatsächlich bis ja, zum Frühjahr diesen Jahres gebraucht. Da habe ich an einem Fuchsbau gesessen, insgesamt 6 Wochen lang. Am 14. Mai habe ich zum ersten Mal dort gesessen, bis zum 30. Juni. Habe dort jeden Abend verbracht, über 250 Stunden, habe etwa 10, fast 11.000 Mal auf den Auslöser gedrückt und habe dann dieses Jahr endlich auch nach 10 Jahren Stadttierfotografie das Foto gemacht, was ich mir schon immer vorgestellt habe. Und das bringst du mit vielleicht sogar am 14. Das bringe ich mit und möchte es natürlich auch zeigen, ja klar. Und damit Leute auch begeistern für die Schönheit der Stadtnatur, vor allen Dingen für die Schönheit von ja, den Wildtieren, die wir haben, für Füchse, für Wildschweine, für aber auch kleinere Dinge wie Eisvögel oder auch verstecktere Tiere wie den Biber zum Beispiel oder andere besondere Arten. Und davon, genau, möchte ich ein bisschen berichten.